Da hat doch schon was geblitzt, oder? Ist es so richtig rum? Nee, natürlich falsch rum. Wir kommen von oben rein. 83 zu 77. Fette Karte. Richtig fette Karte. Boah, hier mit diesem Goldschimmer drauf. Crazy Karte. Dieses Video wird durch unseren Partner Whatnot unterstützt. Doch was ist Whatnot eigentlich? Whatnot ist wie das hübsche Kind von Frau eBay und Herrn Twitch. Whatnot ist auch die neue Streaming-Plattform aus den USA, auf der du deine Lieblingskarten ersteigern oder kaufen kannst. Sei es aus dem TCG-Universum mit Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh! Und so weiter, aber auch Sportkarten. Natürlich ist auch euer Lieblingskanal hier aktiv. In der App kannst du kaufen, verkaufen, starke Giveaways abräumen und noch vieles mehr wird die nächsten Wochen kommen. Wenn ihr euch unter diesem Link registriert, bekommt ihr eine 10 € Gutschrift auf euren ersten Kauf. Also wartet nicht lange und ladet euch die App runter und kommt rein in die wilde Party. Den Link gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Boxbreak. Hat sehr, sehr lange gedauert und kam auch leider so ein bisschen angeditscht an, aber jetzt freuen wir uns natürlich umso mehr. Die Limited Gold Box zur World Championship der deutschen Mannschaft zu bekommen von Ultimate Drops. Ja, da sind ein paar schöne Karten drin. Ich habe mir schon was angeschaut. Highlight wäre natürlich da die Memorabilia-Karte mit Jersey oder Hose ist da auch eingenäht. Und natürlich gibt es da noch ein Meet and Greet zu gewinnen in manchen Boxen. Also, lang genug gequatscht, schauen wir einfach mal rein. Ah, und schon ein positives Zeichen. Es sollen ja eigentlich 4 Packs drin sein. In manchen sind 4 Packs. schon mal falsch gelegen, oder? Was steht drauf? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Also One Player Action Card, One Player Trophy Card, Parallel Cards Numbered, Parallel Cards Guaranteed in every box. Was haben wir denn hier noch? Chance to win a meet and greet. Okay, also, let's go. Werfen wir doch mal einen mutigen Blick rein. So, wen haben wir hier? Das ist doch Mr. Andy Obst. Schauen wir nochmal auf den Rücken. Das ist schwer zu erkennen, aber das ist Herr Andy Obst. Wen haben wir hier? Auch nicht gut zu erkennen. Das ist Mountie Mann. Konnte ich den nicht erkennen. Dann nochmal hier Andy Obst in einem Parallel. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Könnte numbered sein. Weil hier die Schlingel sind anders gemacht. Okay, sieht anders aus. Und dann haben wir hier natürlich Mr. Franz Wagner. Ist die nummeriert? Yes. 32 zu 40. German Wunderkind. Okay, sehr coole Karte. Freuen wir uns doch, nehmen wir mit. Das Pack ist. Das ist doch Crema, oder? Ja, Crema. Dann das ist. Hollatz, genau, Hollatz. Hier haben wir Vogtmann. Und hier haben wir Loh. Ja, die ist jetzt auch anders, obwohl die haben alle hier so eine manchmal diese Farbgebung. Das sind dann wohl die Parallels, die sind nicht nummeriert. Na, weiter geht's mit Vogtmann. Isaac Bonga, sehr schöne Karte, die ist richtig cool. Ja, müssen wir mal versuchen, vielleicht können wir die uns auch unterschreiben lassen mal beim Bayern-Spiel. Das ist Giffey mit der. Das ist diese Road to World Champion Karte. Glaube ich, die ganzen Spiele draufstehen, genau, 8:0. Können wir uns auch mal versuchen unterschreiben zu lassen. Und dann natürlich hier die richtig coole Trophy Card mit Franz Wagner. Richtig schönes Ding. Auch sehr schlicht gehalten, also wunderschöne Karten. Jetzt, das ist die ein bisschen dickere Karte. Hoffen wir mal, dass wir hier nicht über einen Filler reden. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Dann haben wir Daniel Theiss. Auch sehr cool. Oh, da hat doch schon was geblitzt. Da hat doch schon was geblitzt, oder? Ist es so richtig rum? Nee, natürlich falsch rum. Wir kommen von oben rein.
83 zu 77. Oh, fette Karte. Richtig fette Karte. Boah, hier mit diesem Goldschimmer drauf. Crazy Karte. Oh, die nimmst du aber sowas von mit. Richtig geil. Na, oh, und wie dick die ist. Ist das dann das, was ich eingangs gesagt habe? Aus dem Finale. Exclusive Trading Card. A Slice of Niels Giffey's Match 1 Jersey during the Historic Final. Also, das ist ja dann die Hitkarte. 64 zu 100. Und dann haben wir hier die Jersey-Karte. Von Niels Giffey. Boah, die ist natürlich hammerhart. Hier mit diesen Goldflecken drauf. Also, das ist ja eine crazy geile Karte. Okay. Schauen wir mal weiter. Da ist, erkenne ich gerade schlecht, Niels Giffey, ja, wie kann es auch anders sein? Dann hier der MVP. Richtig nice. Und dann haben wir nochmal Daniel Theis. Puh! Also ordentlich abgestaubt. Richtig geile Karten sind da dabei. Vor allem die hier. Aber das haut es natürlich völlig raus. Davon gibt es nur 100. Richtig geil auch mit dem Mannschaftsfoto. Okay, Leute. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und folgt uns auf Whatnot und dann bis zum nächsten Break.